habe mich da jetzt nicht verlesen. Ah, jetzt mal wieder richtig hinsetzen hier. So, Leute, Wäsche hängt. Wäsche hängt. Meine Frau hat mir auch netterweise wieder schön lecker Brötchen mitgebracht. Oh, herrlich. Noch ein schönes Käffchen dazu gekocht. Ah, herrlich. Hoffentlich schlafe ich jetzt diesmal nicht ein. So. Genau. Wir verführen jetzt einen Bruder. Aha. Das macht mir doch einen sehr, wie soll ich sagen, intimen Eindruck. So, Schnuffi futtert gerade. Katze hat schon gefuttert. Ich habe 2 von euch Kacklappen hier. Ich habe keinen Bock, euch alle auszumerzen. Und 500 Meter durch den Wald. Hä, ja. Was soll denn mein Blödsinn, Alter? Wenn ein Fels gewesen wäre, dann würde ich es ja verstehen, aber... Das war ja nur ein Busch. Steil hoch. Ja, okay. Verzichten wir jetzt mal auf Pharos. Was ist hier gerade mit den Texturen? Das war ja, oh Gott, das war ja schlimm. War das ja. Ah, in einer Festung. Oh, cool. Ist das spartanisch oder Athena? Erstmal Vögelchen. Ein Schatz, ein Artikel und ein Gut. Natürlich. Nur weil ich Bock drauf habe nochmal. Na komm, wollte schon mal. Und dein Herz ist leer. Trikot! Hörst du jetzt auf? Dein Herz ist leer, Mann! Kapierst du daran nicht, du dämlicher Hund? Mann! Fress doch gleich die ganze Schüssel mit auf. Behinderter Köter. Ja, direkt dran. Mistvieh. Elendiges. So. Was
diese Banditen von dir. Das wüsste ich auch gerne. Sie sprachen davon, dass man ihnen etwas schuldet. Aber ich habe keine Ahnung, was sie meinen. Mhm. Hast du noch nie gesehen? Wenn ich es so bedenke, sie kam mir irgendwie bekannt vor. Eine Gruppe von Banditen sucht den Hafen, in dem ich auch schon zu lange ein und nicht mehr erinnern kann. Im Likinos, mal nach Hause. Aha. Gehen wir hier lang, hier wird bestimmt in die Stadt reingehen. Laufen wir weiter rum, wir schon. Likinos. Das ist eine in die City. City. Ein Pferd. Dip. Mensch, du holst aber ganz schön weit weg. Kennt hier rein. Da sind viele Wachen. Ja. Da wäre das Haus meines Partners. Das ist auch nur Spaß. Und auf den Boden gelegt. Und er ist wieder gesund. Betten. Interessant. Ich überlasse das Grübeln lieber Timotheus. Du bist ein Söckling, oder? Ich will Rache an den Mördern meines Paters nehmen. Okay. Du hast denn nicht schon genug Blut für einen Tag? Deshalb heure ich einen Söckling an, um für mich zu kämpfen. Und mein Bruder meinte auch, dass er deine Hilfe brauchen könnte. Na ja, komm. Ich bleibe und helfe. Wie soll ich die Banditen aufspüren, die Timotheus errettet? Ihr Versteck soll angeblich etwas westlich von hier im verfallenen Tempel des Zeus liegen. Ich sorge dafür, dass die Banditen für ihre Tat büßen. Folge Quest. Und was willst du von mir? Du sagtest, du könntest meine Hilfe brauchen. Mein Vater diente im Athener Militär. Er hat ein ordentliches Begräbnis mit allen Ehren in seiner Rüstung verdient. Und diese Rüstung wurde unlängst aus unserem Haus gestohlen. Ja. Soll ich sie zurückholen? Nein. Mein Vater sah den Dieb nach der Tat aus der Stadt laufen. Aber der Händler sollte eine Athena-Rüstung haben. Sag ihm, es ist für Diokles Begräbnis. Sie waren Freunde. Ich hole die Rüstung, wenn es mir sein ist. Machen wir. Wo ist denn jetzt hier der Schmied? Einmal drauf loslaufen. Okay, doch nicht drauf loslaufen. Findet, tötet alle Banditen.
Der Händler findet sich in Korin. Er hat was gesagt. Warum leckt mir jetzt das Geld so hinterher? Komm schon, Phobos. Ein Söder, den ich noch nicht kenne. Wer bist du? Kalaros der Gesegnete. Was nur ein Schatz? Ah, aber ich weiß auch noch, was zu holen ist. Wo stehe ich? Da stehe ich. Das wird ja ein Kinderspiel. Scheiße, wieso wurde ich jetzt gesehen, Mann? Anscheinend doch nicht. Sehr gut. Als ob man den Schatten nicht gesehen hätte.
Ja, was wollte ich jetzt noch? Das Rätsel da, genau. Was finden wir hier noch? Da war ich jetzt gerade echt kurz konzentriert und sehr ruhig, muss ich selber sagen. Weiß nicht, das wegmachen, das nervt alles nur. Hä? Hier haben wir zu viel Gesundheit drauf. Anfangen. So scheiße ist das doch. Wer ist er hier? Kann ich den hier auch irgendwie finden? Und welchen mit Platz 1? Auf geht's. Ich weiß gar nicht, bringt einem das überhaupt was? Wenn man die Söldner killt. Oh, hier ist ein Grab. Reden. Seines Vaters zurückkaufen, wenn er will. Aber billig wird das nicht. Wie meinst du das? Diokles verkauft ihm seine Rüstung erst kürzlich. Timotheus sagte, die Rüstung wurde gestohlen. Also, ich habe sie hier und ein Dieb bin ich nicht. Ich habe sogar noch eine Athena-Rüstung, nicht ganz so schön. Für das Begräbnis reicht sie sich. Ich nehme beide Rüstungen. Hier ist die Athena-Rüstung. Die Umlässrüstung ist die Treppe rauf. Wer lässt einen bitte einfach mal so ins Haus? Schiff hat nicht unbedingt was verbessern. Yeah. Nochmal komm. Das waren die Artemis, oder? Ja, natürlich der Artemis. Egal, so ist mein Chip schon mal wieder ein bisschen besser. Die Verführung, sag ich doch. Und ich hab keinen Bock zu laufen, Leute. So, reit. Hopp, hopp. Ach, mir schlafen die Füße ein. Galopp. Ich hab jetzt immer noch Hunger. Hallo.
Was soll denn der blöd sein? Leute! Das sieht mir doch schon irgendwie so nach Sperrgebiet aus. Ist ja doch Sperrgebiet. Fehlt mir noch ein Schatz. Nee, doch nicht. So, Meister, wo ist dein komischer Kopf? Ungefähr da, gut. Thank you.
So, jetzt haben wir hoch hier. Und hab. Yay. War der nicht gerade in seinem Kopf drin? Was fast wäre ich im Offline gegangen. Komm her, Junge. Zack, auch das haben wir erledigt. Und den letzten Schatz. So. Und zurück. Ja, also ich finde die Ostrikon, die sind. Da sind auch nicht so übelst krass gute Gegenstände bei, meiner Meinung nach. Das ist meine Meinung. Und aber es ist schon Tagesanbruch, oha. Ja, reden. Mann. Unnötig. Ist so unnötig. Einfach unnötig. Wie konnte ich so dumm sein? Noch mehr Blut vergießen, Lykinos? Kata musste gerecht werden. Ich habe mich darum gekümmert. Okay. Hast dich darum gekümmert? Meinst du, damit endet es? Cassandra, du gibst mir doch recht, oder? Worum geht's? Die mussten aufgehalten werden. Du bist wohl der Vater von jemand anderem deinen Wegen gestorben. Der nächste Kopf ist dann deiner. Das würde dir gefallen, was? Doch, Mann. Warum sagst du so etwas? Seit ich hier angekommen bin, bist du nur gemein zu mir. Es tut mir leid, Rekinos. Ich will dich doch nur nicht verlieren. So sieht's aus. Wir haben doch nur noch einander, seit Vater tot ist. Mhm. Wir sollten mit dem Begräbnis fortfahren. Hast du die Opfergabe? Ja. Ich habe, worum ihr beide gebeten habt. Ich danke dir. Wir danken dir. Ich
kann mich selbst bei Cassandra bedanken. Ich tat, was ich konnte. Möge euer Vater friedlich über den Stress reisen. Nee, ist sie nicht. Komm, wir müssen den Altar vorbereiten. Ja, gleich. Mhm. Ich würde dich gerne einmal sehen, bevor du die Stadt verlässt. Bitte, komm zu mir nach der Zeremonie. Wir sehen den Söldner. Okay. Was wollte er auch noch von mir? Wie? Mit welcher Begründung? Was gibt's? Weiches Leder, sauber. Rede mit mir. Was? Rede mit mir. Ich hab gesagt, rede mit mir, Junge. Okay. Das würde dir gefallen. Toll. Es gibt ja nur eine Sache. Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Jagd nach Zutaten. Also, Wörter. Ich dachte, du verflitzt. Nach allem, was wir durchgemacht haben, stimmst du mir sicher zu, dass ich besser in der Liebe als im Krieg bin, oder? Besser in der Liebe? Das hoffe ich. Was soll ich denn für dich jagen? Für das Gericht brauche ich dich. Ein Wildtier, das in der Nähe herumläuft, sollte reichen. Triff mich an den Stallwind bei Pyram Nestralan, so du was hast. Okay. Meine liebe Cassandra, hier drüben. Hast du einen Moment? Okay. Das sind Hirsche in Korinth. Warum? So schlimm sieht es jetzt auch nicht mehr aus hier, dass ich mich nicht erwischen lassen brauche. Lüge, das wird mehr.
Hirsch. Hirsch. Ne, komm. Dein Ernst? Weil der Baum im Weg war. Erwischt. Und zurück. Run. Fight. So. Ich würde dir Geld gern geben, ich habe keins. Ich will auch niemanden töten. Warum so weit oben? Das ist doch jetzt also wirklich. Das ist ja so weit weg. Wo die Ziege mich reingreifen? Wenn die nur angreifen? Hm. Wäre eine berechtigte Frage. Können Ziegen einen in diesem Game angreifen? Okay. Was geht ab, Bro? Okay. Was war denn das? Ich habe doch gesagt, ich kann kochen. War das Essen die Jagd nach Erdbeeren? Wo sind noch einmal meine Klamotten hin? Ich genieße die Zeit hier sehr. Ich kann kaum glauben, dass jemand wie du Zeit mit jemandem wie mir verbringen will. Ich bin wahrlich von den Göttern gesegnet. Krieger oder nicht, es braucht einiges, um in Athen ein berühmter Dichter zu werden. Ich, habe bei meinen dichterischen Leistungen etwas übertrieben. Eigentlich bin ich nicht nur zu Besuch. Okay. Ich bin in Athen die Drachmen ausgegangen. Warum rufst du deinen Bruder deswegen an und mich? Die Mutios hören schon immer nach meinem Vater. In allem. Sie kämpfen beide für Athen. Beide arbeiten im Familiengeschäft. Mutius Weg war noch nie der Meinung. Deshalb ging ich auf eigene Faust nach Athen. Du hast Angst, dass er dich verurteilt hat. Er wird sagen, wie verantwortungslos es war, überhaupt zu gehen. Und er hätte nicht. Ich habe weder Nacht noch kann ich welche verdienen. Du bist ein großartiger Koch. Wenn du einen Lebensunterhalt hast, dann solltest du darüber nachdenken. Ich schätze, jeder kriegt mal Hunger. Außerdem, wenn es dich zu beeindrucken weiß, lohnt es sich, dem nachzugehen. Du hast meine Frage trotzdem nicht beantwortet. Warum hast du mich angegangen? Ist das nicht offensichtlich? Ich wollte nicht wie ein Versager dastehen. Von dem Moment an, als ich dich traf, wusste ich, dass du großartig bist. Ah ja. Ich bin nur jemand, der sein ganzes Leben lang kämpfen musste. Wie dem auch sei. Du hast mein Leben gerettet, Cassandra. Das vergesse ich nicht. Ich bin froh, dass ich es geteilt habe. Das hier war schön. Das war es wirklich. Mhm. Cassandra, du hast gerade eben erst deinen Mann verloren, ne? Also. Ne? Ich kann jetzt aufziehen, mein Bruder.
Warum ist denn der da hinten? Baby, ich finde jetzt gleich kein Boot. Was geht hier? Was? Okay, runter gehen wieder. Das ging schnell. Das war eine richtig schwere Höhle, Alter, ehrlich. Ist gefunden. Ich finde die Bäume hier cool. Alle an Bord, sehr schön, los geht's. Timotheus. Ernsthaft? Ernsthaft? Was geht ab? Platt. Mal sehen, was du kannst. Ich mach dich platt. Wer hat du nicht drauf? Fange gerade an. Rechte Spartaner. Die Mutti noch alles in Ordnung. Gut gekämpft, Latina. Die Mutti aus. Okay. Oh Mann, ich wollte mal sehen, wie er durchdreht. Komische Familie. Und los geht's. Doch, kannst du. Schwör ich, geh unter. Oder auch nicht. Glück gehabt. Na, Schnuffi, willst du auch in das Haus? Thank you.
Hier geht nichts, schade. Ja, gehen wir doch mal von der Hacken, Peter. Er war auf Rache aus. Ja, komm, 600 Meter, Alter. Okay, und Umweg. Oh Gott, und der war kein Kaffee. Ja. Der Daus. Okay. Auf geht's. Wir leiten los. Sind da. Giftpfeile habe ich noch 3. Neue Pfeile herstellen. Warum wette ich, dass ich gleich das Glück habe, dass die Spackel sich hier bei mir verstecken wollen? Kann ich auch. Ich hau noch ein bisschen härter zu als du. Was sagst du jetzt? Wo bist du denn? Wo kommst du denn her? Yeah.
komm. Ernsthaft? Ja, reingehen. So, das haben wir dann auch. Heftig. Sind die Seppel da oben hochgekommen? Ich kann es nicht anders machen. Guck mal, ich wollte ihn damit befreien. Verdammt. Wo sind sie? Verfluchte spartanische Hunde! Wo versteckt ihr sich? Du bist sicher, Timotheus. Ich verspreche es. Du spionierst für sie! Ich werde... Timotheus, was machst du denn? Lykinosos? Ich... Es tut mir so leid. Ich bin nur froh, dass es dir wohl geht. Wieder hast du uns gerettet, Söldling. Auf mehr als nur eine Weise.
Noch hat euch die berühmte Adlerfrau nicht gerettet. Du bist endlich den Nachwuchs von Diokles zu treffen. Und du musst der Mann sein, der Schuld am Tod meines Vaters ist. Schuld? Dein Vater war einer meiner besten Schmuggler, bevor er mich hinterging. Aha. Er hat nie für dich gearbeitet. Er hatte keine Frage. Der liebe Diokles. Mit meiner Unterstützung konnte er den ganzen Tag Wänden platzieren und euer schönes Haus bauen. Irgendetwas sagt mir, dass deine Unterstützung nicht bedingungslos war. Wohl kaum. Diokles und ich waren viele Jahre Partner, Leider verwandelt sich ein Mann, der mit den Drachen eines anderen Mannes spielt, von einem Spiel an einen Didi. Du hast deine Bezahlung in Diokles erhalten. Was willst du von Mykinos und Timotheus? Genau. Diokles mag gut sein, aber ich habe meine Drachen nicht bekommen. Und ich soll zahlen? So oder so. Ja. Es reicht, bringen wir das zu Ende. Los geht's. So sei es. Schwachmaten. Danke an die Rettung, Cassandra. Es gibt da etwas, das ich dir sagen wollte. Ich muss Cassandra auch etwas sagen. Es tut mir leid, dass ich neulich von dir weggelaufen bin. Es war nicht, was ich wirklich für dich empfinde. Ich würde dich nie verlassen. Ich meine, dass ich nicht vor dir hätte weglaufen sollen, wenn ich mit dir zusammen sein will. Ich bin der einzige Grund, weshalb ihr euch kennt. Die Mäuren haben gesprochen. Die Götter haben uns zusammengeführt. Ich schwöre das mit jeder Faser meines Herzens. Ich mag euch einfach nur als Freunde. Euch beide. Bam, bam, bam. Verstehe. Wenn du das wirklich so empfindest. Wär doch schwul. Danke nochmal. Für meine Retterin. Alles, alles, alles. Wer ist nix? Weiter was oder nicht? So, jetzt hier noch kommen. Antike Tafel. Also wird die Verführung fertig. Dann kann ich hier auch blind durchlaufen. Ich hoffe nur, ich komme jetzt auch irgendwie wieder raus. Geht doch. Warum macht man hier so viele Gefangene? So nervig ist das doch. Ja, dann wo war die Tafel? Oh. Jetzt die Tafel, verdammt. Wieder war sie nicht. Wachmann.
Lass aber auch mal im Stock weg hier. So. Ach, das sind die uralten Tafeln. Ja, die sind cool. So. Also schon haben wir den. Haben wir das fertig gemacht, Leute. Aber jetzt will ich hier noch raus. Jetzt kann ich nämlich gleich keine Schnellreise machen. Warten wir doch gleich mal ab, wo uns der Weg hinführt. Obwohl, das können wir schon mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Der Weg führt uns in einen richtig, richtig schlechten Tag. In einen richtig, richtig schlechten Tag. Okay. Na, dann wissen wir schon mal Bescheid. Erstmal speichere ich hier. So, mal gucken, wie es dann weitergeht.